So, geht's weiter heute mit Need for Speed Rivals. Wir machen heute wieder ein bisschen Kopf, nachdem wir das letzte Mal Racer, glaube ich, gemacht haben. Oder? Wenn ich richtig bin, gehen wir heute. Warte mal. Nein. Wir gehen heute in die Racer-Karriere. So ist es richtig. Der Kapitel 1: Zündung. Jeder hat seine Grenzen. Um sie zu finden, muss man sie überwinden. Im Rennen forderst du die Grenzen deiner Angst, deiner Nerven und deines Könnens heraus. Du setzt dich in eine Maschine, die nur den einzigen Zweck hat, Benzin in Adrenalin zu verwandeln. Und hast du es einmal gemacht, lässt es dich nicht mehr los. Hier fängt es an. Bringst du über Zeit fahren und seine Werkstatt brauche die Nitroanzeige auf. Okay, das ist unsere Aufgabe jetzt. Jetzt geht es los. Prozessor Scepter. Gib Vollgas. Jetzt geht es. Hier fängt es an. Ja, dann fahren wir den als erstes. So, Wagenauswahl. Haben wir irgendwas, was wir jetzt benutzen können? Jaguar XR, Jaguar XCX. Dann fahren wir mit dem hier, Mercedes, Benz, McLaren, SLR, Rosa. Rein damit. So, setzen wir das rein. Passt. Wagenpersonalisierung. So. Gut, dann gehen wir raus auf die Straße und fahren ein Zeitfahren. Hier ist eins. Gegen die Uhr. 3:20 sollen wir fahren auf der Strecke. Das war mir fast klar, dass er genau in dem Moment hinter der Kurve weiterkommt. Scheiße, komm. Verfolger 1041 auf den guten Trail. Alle Einheiten, Achtung. Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Alle Einheiten, aber ein 1041 mit hohem Tempo entlang den guten Trail. Gut, dass da jetzt noch einer kommt, dass ich jetzt scheinbar nicht mehr auf unserem Schirm bin.
nehmen wir die Werkstatt noch mit. Jetzt brauchen wir noch die Bronze bei Zeitfahren. Ich bin mal von hier. So, 300 Meter noch. Wir sind sogar kurz Gold. Und zwar mit sicher. So, betritt ein Versteck. GPS, nächster Versteck. Hier ist 600 Meter weg. Wir nehmen uns 29.000 Speedpoints mit. Das ging verdammt schnell. Eine machen wir auf jeden Fall noch. Rang erhöht, Lackierung neu. Und neue Verfolgungstechnologie. Und ein neues Leistungsupgrade. Und ein neues Auto. Dürfte der Dodge sein. SAT. Geil. Und in dem Moment geht der Host raus. Oh. Nur der Sieg zählt. Also, Bronze bereiten, Slammer Racer von der Seite. Jetzt haben wir eine 10.000 in einer einzigen Session. Das gehen wir hin, dann machen wir nämlich jetzt als nächstes. So. Na, warte mal. Wir müssen ein Rennen fahren. Haben wir denn irgendwo gerade eins? Da oben. Also bis zur Ziellinie. Hätte gesagt Gold oder Bronze? Ja genau, Audi A8 und so. Bronze, dritter. Also. R8 und noch einmal, ja genau. Ne, zwei Corvettes sind viel. Oh ne, die Corvette, der weiße hier, der ist. Für das Rennen. Man verschwindet von mir. Und der kann fliegen, der Wart. Aber hallo.
Flugzeug aus Driftwood Heights. Ja, bitte Hilfe, alle Einheiten in der Nähe. Genau, weil der Drecksack wieder noch in die Ecke kommt. Ich brauche eine scheiß Werkstatt, Alter. Jetzt hat's zerstört, sehr schön. Uah, das war mir fast klar, Alter. Da kommt noch ein Moment einer schön um die Ecke. Scheiße, NPC. Das habe ich geschafft, das Rennen. Und damit ist alles weg. Nicht, gar nichts, ey. Da müssen wir nochmal was umbauen. Dann fahren wir das ganze Ding nochmal. Geschafft hätte es ohne Probleme. Wenn da nicht einer noch um die Hecke gehüpft wäre. Ich glaube, das war der Random, der da noch ein bisschen rumhing. Boah, fein Gott. Ich will mit deinem. Ich will jetzt gerade nicht mit dir spielen, Kollege. Sichtkontakt verloren, Sichtkontakt verloren. Kontakt zum Verdächtigen, haut rein. Alle Einheiten, Achtung, B440 ist entkoppelt. Warum eigentlich immer nur auf mich, ey? Das ist nämlich ein richtiger Spieler da vorne. Der eine gibt mir noch einen mit, ey. Weil der sich eigentlich muss, ob ich letzter, aber vorne sind die ja schon wieder.
brauche Ihre Hilfezentrale. Er bitte Straßensperre. Alle Einheiten, Straßensperren an wichtigen Positionen. Ach, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Das ist der Nächste, der mir dann ins Auto fährt, ey. Och, Mann. Mal anders rennen. Na, den. Das war wohl nichts. Klar. So, letzter Kilometer. Gut. Fahren wir jetzt ins Versteck und machen die Speedpoint zu. Schauen wir mal, was passiert, was ich jetzt bereuen. Sowas zum Beispiel. Gut. Haben wir es geschafft. Gott sei Dank dann irgendwie. Rang erhöht und neues Auto. Aston Martin.
Na gut, dann dürfen wir den nächsten Mal wieder jagen. Die Meute nach vorn. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge.